Und damit jetzt zu dem Party-Event dieses Wochenendes in Rheinland-Pfalz, das große Open-Air-Festival im Mainzer Regierungsviertel. Um die 50.000 Menschen haben spaßvoll und friedlich gefeiert. Das Land und die Radiomacher von RPR haben viele Stars auf die Bühne gebracht. Anna Rakic war für uns mittendrin. War der Top-Act des Abends. Pop-Ikone Robin Gibb. Um ihn zu sehen, sind Tausende nach Mainz gekommen. Wir haben den Weltstar kurz vor seinem Auftritt noch zu einem Interview getroffen. Well, I think music is always important to people. Ich denke, dass Musik für Menschen immer wichtig ist. Aber ich glaube nicht, dass sich Musik sehr verändert. Die Bee Gees sind auch heute noch aktuell, weil sie ja immer noch im Radio gespielt werden. Ich glaube, das ist gut so, weil Lieder über Beziehungen immer beliebt sein werden. Ganz besonders bei den jungen Menschen. Und das Bee Gees-Fieber hat an diesem Abend einfach alle gepackt. Ich genieße es ohne Ende. Over and over again. Das Größte! Das ist einfach geil! Und auch sie haben die Bühne zum Beben gebracht. Stand for. Diese ganze Szenerie hat uns sehr beeindruckt und einfach eine angenehme Atmosphäre hier und ja, macht Spaß. Den hatte sicherlich auch sie, Inga Humpe, Sängerin der Band Zweiraumwohnung. Und noch eine Dame hat die Männerherzen höher schlagen lassen. Gabriella Cilmi. Mit ihren süßen 18 Jahren ist sie der Meinung. Im Interview verrät sie uns dann, was sie und die Bee Gees eigentlich gemeinsam haben. Zu einer Single, die ich auch heute Abend spiele, haben sie mich inspiriert. Vor allem, wenn es um die hohen Töne geht. Da muss man schon auf die Zehenspitzen, um so hoch zu kommen. Und das hört sich dann so an. Das Open-Air-Festival in Mainz. Auch im nächsten Sommer werden hier wieder Megastars die Bühne rocken. Hey, Mainz!